1. Ui. Už pás je to, nevím, jenom koukám. Tony! Tony! Ja, ich bin's, ja, Tony, ja. Ja, du hast schon ein paar Mal gesagt, dass dich Johnny und Tony ähnlich anhört, habe ich jetzt auch gecheckt. Du, ich bin gerade auf der Route hier, ich soll da irgendwie gelöst kommen, ich soll die da rumbringen, aber ich hab mich total verfahren, ich hab gestern auch nur gesoffen, kannst du mir vielleicht, ja, hintergesagt, ich soll schnell in der untersten Schublade, da wo die Dildos sind, ja, das muss ich nehmen da. Ja, das musst du feucht machen. Ja, das kannst du nicht reinstecken, wenn es nicht feucht ist. Herrgott, sagt's für mich, jetzt seht ihr, Johnny, jetzt hör schon mal zu, ich hab noch schon tausendmal gesagt, das kannst du nicht reinstecken, wenn es nicht feucht ist. Ja. Also, ja, ich mach jetzt die Route noch fertig. Jetzt bin ich wach. Alter, zack nochmal, jetzt bin ich wach. Pass auf, ich rufe dich zurück, ich muss jetzt Gelötkolben muss ich wieder nach Hamburg fahren, ich bin gleich da an der Zentrale. Ja, ich rufe dich noch zurück. Sag mal, das ist das eine, dass der auch das Zeug noch kaufen soll, gell? Ja, die soll's kaufen. Ja, die soll's kaufen halt, gell? Also, ciao. Oh, ist ja der auch da. Ja, servus. Ja, ich bin nochmal auf die Straße gegangen, ja, ich muss jetzt wieder Hochdeutsch reden, ja, ich bin jetzt wieder Donny, jetzt Euro Truck Simulator 2, fahren wir jetzt wieder rum. Sind jetzt auch bei mir in der Zentrale, gucken wir mal, Aufträge rein jetzt gekommen sind. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch das letzte Mal nicht so, also unfallfrei war ich jetzt, sagen wir mal, nett. Hab jetzt das eine oder andere Mal, ja, ich sag mal, auch ein bisschen Mist gebaut, wenn man so sagen will. Hab jetzt eine neue Identität angefangen, weil ich, man muss es ganz klar sagen, mein Führerschein wurde entzogen. Ich war eine Zeit lang arbeitslos. War keine einfache Zeit. Aber jetzt habe ich wieder einen neuen Job und habe halt quasi jetzt, also ihr seht ja, ich sehe ja so nicht aus im echten Leben. Vielleicht kann man nochmal mich größer sehen, dann seht ihr ja, wie ich aussehe. Ja? Wenn das möglich ist, das bin ich, ja. Und, also ich rede gerade mit euch, während ich hier fahre, guck mal den Wichser da an. Guck mal, hast du gesehen, den Wichser? Steht, oh Gott, nochmal noch so ein Wichser da. Die stehen alle rum, die fahren alle rückwärts, sind die dumm oder was? Ich überhole alle, ja, fickt euch. Ja, jetzt habe ich gerade das Meer dem Stinkefinger gezeigt. Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Also, wir sind wieder drin. Auswahl, Auftragsart. Ja? Ich lasse mich als Berufskraftfahrer anstellen. Ich war nämlich eine Weile lang jetzt, wie gesagt, arbeitslos oder arbeitssuchend, wie man heutzutage sagt, politisch korrekt. So, ich wähle meinen neuen Auftrag. Ja, das haben wir. Und ich habe richtig Bock, auch mal wieder nach Berlin zu fahren. Ja? Einfach mal nochmal die Siegesseile. Siegesseile, sage ich immer. Seile, das ist so eine Seile, so eine geile Seile. Ja, was? Grün, ja, bin mal da, ja. Oh, Hilfe, einen ausschalten. Nein, jetzt, ich brauche keine Hilfe da, als Maul. So, ich nehme jetzt einen Auftrag nach Berlino. Müssen wir suchen. Ich glaube, es geht nur nach Hannover, Bremen oder auch. Nein, können wir nicht nehmen, wir fahren wieder nach Rostock. Leute, wir fahren wieder nach Rostock. Also Dosenbohnen, naja, das ist ja klar.
Das ist ja klar, dass man auch die Dosenbohnen nehmen, wenn man Rocket Beans sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Bohnen, das ist die Übersetzung von Bohne, ist Bean im Englischen. Ja. Genannt an der Albert-Schweizer Realschule in Tübingen. Ah, Leute, da fühle ich mich wohl. Ich habe wieder keine Beine. Das ist ja am letzten Mal auch aufgefallen, dass ich anscheinend ohne Beine fahre. Spiegelhämmer. Guck mal rein. Guck mal auch da drüber rein. Und ich guck einmal raus. Da ist auch nichts da. Ich guck nochmal raus. Oh. Und jetzt gucken wir mal, dass wir losfahren. Jetzt haben wir hier eine, die Sicht hier. Gucken wir mal. Oh, das ist natürlich die gute alte GTA-Sicht. Da will man direkt irgendwie ein paar Jogger überfahren, sag ich immer. Sag ich nie, aber jetzt habe ich es gesagt. So, neu. Jetzt, wo wollen wir fahren? Ja, komm, POV, sag ich immer. So wie meine Pornos gerne mag. Rocco Siffredi, POV. Ja. Das kennt ihr auch, ja. Ja, ja, ich kenne doch meine Schweinchen hier. Ich kenne euch doch, ja. Alles so geile Schweine seid ihr. So, mein Fahrrad links rum. Fahrrad heute mal dem. Guckt, ja. Mal gucken. Rechts vor links, jawohl. Ah, mal schön Gas geben. Und dann fahren wir einfach mal gemütlich nach Rostock. Ei, das ist gelb. Ha, ui, das hat keiner von euch gesehen. Gibt keine Strafe. Das war gelb. Weil es gibt so einen Spruch im Schwabenländle. Bei Gelb gibt's Geld. Den Spruch gibt's gar nicht, habe ich einfach erfunden. Aber mal gucken, wie er reagiert. Hey, hallo? Hallo? Hey, Wichser! Wichser. Der Wichser fährt nach links. Ich fahr ja auch nach links. Oh, tut mir Bremsen hier. Ja, Kollege. Das ist der Trucker Goose, machen wir mal so. Früher hat man so gemacht beim Trucker Goose, jetzt machen wir so mit der anderen. Weil da haben Leute gesagt, es wäre politisch nicht so korrekt. So, hey, hallo! Freunde, ich bin größer, ich bin geiler. Fick dich! Oh! Ei, oh! Alles einwandfrei? Einwandfreie Fahrt. Ich fahre nach den Regeln der Kunst. Oh, Kollege, warte, ein Kollege. Guck mal, was der Kollege macht. Hey, du Wichser! Warte! Hey! Oh, der will ein Rennen! Der will ein Rennen! Oh, oh, oh! Fick dich! Kollege, der weiß das, ich meine, das ist böse. So, Anhänger ist noch nicht drum. Können wir noch drüber? Jetzt können wir rüber. Guck mal, einfach abschneiden, ja. Das war ein Rennen, das habe ich klar gewonnen. So, müsst ihr aufpassen, letztes Mal haben wir, also ich habe es ja gesagt, ich habe ja meinen Job verloren. Weil, ja, also bei der letzten Firma ist mir ein blöder Unfall passiert. Vielleicht auch zwei. Mehrfache Tote. Nicht meine Schuld, habe ich auch gesagt vom Gericht, bin auch durchgekommen damit. Wurde auf Unzurechnungsfähigkeit also entschieden. Und hab momentan auch keinen Führerschein. Der wurde mir entzogen. Aber ich sehe das nicht ein. Hab mir in Tschechien einen machen lassen. Hab dann Kumpel, der Gicho. Gicho, der hat bei uns im Geschäft geschafft. Der war Lackierer. Oh, ei, au, au, leloi. Zack, kein Problem. Oh, war das falsch? Jawohl, das war falsch. Wir sind hier nicht richtig im Moment. Wir fahren jetzt nach... Ja, falsch. Nächste Ausfahrt dann. Unfall verursacht. Oh, da habe ich wieder irgendwo nicht aufgepasst. Ja, ja. Also der Gicho, einer von uns vom Geschäft, der hat mir gesagt, dass... Ja, der hat so Connections, ja. Ich will es jetzt nicht Mafia nennen, aber der kennt ein paar Leute, der hat die halt so Dokumente, ja, ich sag mal so, nicht original erstellen. Und das ist die Geschichte momentan von meinem Führerschein. Aber das ist nur übergangsweise. Also ich habe aber bald wieder einen. Wenn ihr halt Bock habt, mache ich wieder einen Test, aber... Da einer, nein. Ciao. Ah, jetzt läuft's. So, jetzt haben wir Minus von 80 Euro. Oh, wir sind im roten Bereich, unter sehe ich's. Unter rechts, ja, 80 ist okay. 80 ist okay. Und, wir schauen mal, dass wir jetzt hier noch eine nächste Abfahrt nehmen. Das kennt man ja, wenn man auch mal sich falsch reden.
zack, auf 50 runter, das weiß man. Ja, der Kitschu, schau, immer so ein Geiler gewesen. Der ist immer in die Färberei in Reitlingen, ist der immer Party machen gegangen früher. Das war so geil, das war ein richtig geiler Part. Der Kitschu war immer so ein richtig Geiler, ey. Da bin ich auch mit dem, auch mit den Kroaten abgegangen da. Die Kroaten sind auch so geil, ey. Die Kroaten, ich mag sie, ey, wirklich richtig geil. Die können feiern. Die Kroaten, die können feiern, Leute. Also wirklich, die können richtig Party machen, ja. Auch jetzt während der WM, gell, also der dritte geworden, ja, ist richtig geil. Also richtig geil. Ja. Ich meine, mir war das nicht so gut. Das sage ich immer. Aber, naja, da schwätzt man nicht drüber, das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Ich sage immer, der Philipp Lahm war's. Ich sag immer, der Philipp Lahm ist schuld. Dem seine Scheißausstrahlung. Einfach der Philipp, der ist immer da, der ist in den Gedanken, in den Köpfen der Spieler drin. Die denken sich bei jeder Aktion, ja, was würde Philipp Lahm tun, der kleine Scheißstreber. Ja? Und deswegen sind die verkrampft. Das ist meine Theorie, ja. Manche Leute sagen, es liegt am Özil oder am Reis oder was auch immer. Ich sag, es liegt am Philipp Lahm, der hat gerade mitgespielt, ja. Der nervt die Leute noch, obwohl er noch mal da ist. Oh, jetzt ist okay. Ja, der Philipp Lahm hat beim VfB gespielt, da hat er es gelernt. Das ist schon in Ordnung. Jetzt bin ich ja wieder da, ganz am Anfang. Hey, hey. Ich bin jetzt wieder ganz am Anfang. Ich sehe die Ampel nicht. Da ist grün, jawohl. Hey, ich hupe mal nochmal. Ich weiß nicht, ich habe meine Hupe verloren. Ah ja, der VfB, Leute, ich bin ja ein Ultra, gell? Ich war immer kein Stadt der Kurve, war immer, ja. Der ganze wilde Süden strahlt in Rot und Weiß. Der Neckar, der wird weiter fließen. Du wirst weiter Tore schießen. VfB, oh, fick dich! VfB, forever! 1893! Du Arschloch! So, jetzt fahren wir mal ganz normal. Na. Ein Liedli soll ich singen, ja. Ich sehe ja gerade auf meinem EB-Funk, dass ich ein Liedli singen soll. Ich krieg da immer Nachrichten von Leuten, die quasi jetzt gerade zuschauen. Ich kann ein Liedli singen, ja. Ich habe ein Liedli von meiner Oma. Von meiner Oma gelernt. Das würde ich euch zum Besten geben wollen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und auch wenn ihr keinen Bock drauf habt, mach ich es trotzdem. Ich mache, was ich will. Ich mache einfach, was ich will. Ich bin Donny. So, jetzt gucken wir mal. Jawohl, hier muss man ab. Nein, nicht hier! Jetzt haben wir. Oh, das haben wir schon wieder falsch gemacht. Jetzt gehen wir einfach hier Offroad. Die PS haben wir. Oh nein, da ist eine Leitplanke. Scheiße. Rückwärts machen. Das mache ich jetzt. Hey, Leute. Leute. Hey, Kollege. Kollege. Hey. Ihr habt immer noch keine Beine. Hallo, können Sie mir helfen? Sie da. Da oben, nein, nicht wegfahren. Ich brauche Hilfe hier! Oh, hallo! Polizei! Alles in Ordnung hier, kein Problem. Ich gebe mal rückwärts Gas. Das schafft er nicht. Komm an! Und vorwärts bringt's auch nix. Da hat mir wieder über den EB-Funk einer einen wichtigen Tipp gegeben. V habe ich gedrückt für Differentialsperre. Jetzt muss ich hier nur noch. Jetzt mit Vollgas kriege ich die. Ja! Rum da jetzt! Komm, Biere jetzt! Ui, ist doch gar kein Problem. Das war doch jetzt gar kein Problem. Log auf logig, sag ich mal. Jetzt gehen wir rum. Zack, jetzt sind wir wieder auf Kurs, gehen wir wieder POV.
Jawohl, wieder Rocco Siffredi-Style. Weiter geht's. Ja, kleiner Schluck auf, sag ich mal. Kleiner Schluck auf. Wenn man mal so beim Tee hier. Ich habe auch nie verstanden, warum Leute sagen, ihr habt einen im Tee. Habe ich nie verstanden. Was soll das sein? Im Tee. Sind die da im Tee drin? Oh, jetzt ist ja aber. Also, hallo, Differentialsperre immer noch drin, was? Ui, jetzt gib mal Gas hier. Oder bin ich kaputt? Ja, ey, hallo, ich zuerst. Unfall verursacht, schon wieder, ich sehe schon kommen. Okay, jetzt Gas. Oh, ich glaube, wir sind beschädigt. Der gibt ja nicht, der kann noch mal fahren. Mir scheißegal, da fahren wir jetzt halt mit 50 km/h pro Stunde. Jetzt gibt er Gas. Heyo! Also. Wie macht man das wieder aus? Ja, Absitz. Also, ich wollte euch noch ein Liedle singen. Fickt euch alle, meine Autobahn! Oh. Ey! Hier. Okay, da müssen wir raus. Ganz, ja, ganz normale Ausfahrt, kein Problem. Rückspiegel. Yep. Auf dem Birkle, Stade Heißle, guckt der Frau raus, die Häus grät. Mit dem Hollerkopf und der Schlappergosch und der Nas wie Trompet. Auf dem Birkle steht der Geißle und das Hanni Hanni will er gemelken. Auf dem Birkle steht der Geißle und das Hanni Hanni will er gemelken. Da hat's mir eins kauer und's tut mir so weh. Drum melk ich mein Lebtag kein wiese Geißle mehr. Holla Dulli, holla Dulli, holla Dulli, 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 holla Dulli, holla Dulli, Dulli, holla Dulli, 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 Dulli. Oi. So. Oh, Motorfehlfunktion. Was? Bei dem Maul. War neulich noch im Geschäft, hab ich Evo jetzt gecheckt. Übrigens auch. Tschechien und Kroatien, das sind wir. Ich mag sie einfach. Ich mag sie. Bei uns im Süden gibt es viele. Ich mag sie einfach. Und meine Kollegen. Jetzt haben wir da noch jetzt Rostock. Ich weiß auch nicht, Rostock war ja auch noch nie. Doch, einmal, aber ich fuhr mal letztes Mal, ja. Aber dazu gefallen. Rostock, da kommt doch Materia her, gell? Materia. Klingt wie Material. Das tue ich ja transportieren quasi. Hey, Zentrale, ich habe eine Kiste voll Materia. Da gucke die auch blöd, gell? Da denke die halt Material, aber ihr habt die Materie hinter drin. Da macht er ein Konzert da mit dem Kasper. Kasperle da, wie heißt der? Die macht halt immer so Musik, gell? Ja, ich schätze meins. Ich bin ja eher, kennt ihr die Rednecks? Das finde ich geil. Rednecks, Spirit of the Hawk. Das ist ein richtig geiler Song, ey. Hey, hammer, hey, hammer, hey, hammer. Hey, hammer, mama, mama, hey. The Spirit of the Hawk. Da gehe ich die ab, das darf ich 100 gern mal. Jetzt fahre ich nur 90, weil ich habe irgendwas kaputt gemacht. Scheiß drauf. Rednecks, so geil, Spirit of the Hawk. Oder auch früher, die hatten halt so Banjos. Einen immer gespielt haben. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das eine da? Cotton Eyed Bow. Da, das fand ich immer geil. Für den BDMB Cotton Eyed Bow. Ich bin die Bedanke, der Wungo Gau. Geh die Gedanke und sind gang und du. Für den BDMB Bow. So ging das, gell? Das war geil. Spirit of the, ja. Ja, guck mal die Bäume hier. Ja, schön, schön. Das liebe ich halt an meinem Job. Führerschein hin oder her. Geld hin oder her, Arbeitslos hin oder her, kriminelle angebliche Machenschaften hin oder her. Ich fahre einfach gern. Ich guck mal, da ist ein Kollege. Ja, das machen wir gern. Wir Trucker, wir machen ja eine Sache super gern. Und das lieben ja die Autofahrer auf der Autobahn. Das mögen die. Also einfach für unsere, also quasi die Show, die wir bieten. Ist, wenn wir uns gegenseitig überholen, das lieben die Leute. Da gehen sie richtig, also da kriege ich immer richtig viel Gestikulierungen. Also die gehen richtig ab im Auto, die finden das richtig geil, wenn wir uns halt gegenseitig überholen. Das lieben die Leute auf der Autobahn. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Trucker bin. Da nehme ich das Geld gerne in Kauf. Hier, der Kollege, pass auf. Der findet es auch geil. Guck mal hier. Oh, das war... Oh, zu viel. Jetzt haben wir den aus Versehen überfahren. Ha. Geht's dir gut?
Sorry, ich wollte nur Hallo sagen. Achso. Ja, alles in Ordnung. Ja, ihr wollt... Ja, der ist in Ordnung. Wir rufen über Funk kurz an. 210 und 350. 210 und 350. Ja. Das war ich gerade, sorry, ich wollte nur Hallo sagen. Ich wollte nicht. Ja, sorry, lebst du noch? Over. Ich brauche Hilfe. Alles klar, danke, dann lebst du ja noch, gell? Also, ciao, over meine ich, over out, ciao. Ich brauche Hilfe. Ja, das sind wir Trucker untereinander, die sind, wir machen Späße gern. Wir machen gern so Späße einfach. Ist geil. Das ist einfach auch Job. Ist geil. Ausfahrt neu. Fahrt weiter. Motor, Fehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen. Da ist irgendwas. Bei mir ist der Reifen, glaub ich. Hey. Ist da der Reifen? Hey. Ich bin mir nicht sicher, wo hier eine Werkstatt wäre, aber ich fahre noch. Na komm, ich geh mal auf die rechte Spur und mach mal Platz für die Leute. Die Leute wollen natürlich, die haben ja auch. Die haben ja auch ein Leben, gell? Hey, 220 Euro schon. Naja, komm, das versau ich in einer Woche. Ja, ist doch klar. Ah. Habt ihr schon mal so einen herrlichen Bierdurst gehabt? So einen Bierdurst, das ist einfach herrlich. Oh. Oh. Hier ist nichts los. Wir fahren ganz normal weiter. Haha, fick dich, Scheiße. Oh. Sirene war das. Sind wir jetzt hier in New York oder was? Oh, das ist wow. So, willkommen in Rostock. Schön hier. Kommt da einer runter? Neu. Wäre mir auch egal, ich fahre, wo ich will. Guck mal, das nennst du ein Truck? Das nennst du ein Truck? Lächerlich. So schämen sollst du dich. Schämen. Aber du bist schneller. Scheiße. Ihm eine Lektion erteilen. Warte! 217, ein unbekanntes Fahrzeug vor mir, vor der 217. Ich fahre jetzt hinten drauf, over. Nicht so schnell fahren, nächstes Mal, gell? Over. Leute, ihr habt den Spaß meines Lebens gerade. Wie lieb's. So, wo müssen wir rein? Ins Renault Center neu. Renault. Renault-Händler entdeckt. Hashtag Werbung, Vorsicht. Renault. Da ist eine Werkstatt, sage die Leute. Der ist mir egal, ich fahr jetzt, ich geb die Ladung jetzt ab, meine Bohnen da. Guck mal, der Wichser. Sorry, over. Ja, den schieb ich doch. Ja, vielleicht ist er schneller, aber ich hab mehr PS. Hier, hab mehr PS, du Arschloch! So, jetzt fahren wir dann rein. Jetzt gibt man mal was ab. Ich bin der Geisterfahrer, Donny, jetzt hältst du an, weil ich bin größer. Warte trotzdem auf deine Scheißhaube. Nein, heute mal nicht, ich verschone dich. Motorfehlfunktion. Ja, aber komischerweise fahren wir halt sehr lange schon mit mir Motorfehlfunktion. Also, ich habe irgendwie Rostock. Oh, jetzt fährt er gar nicht weiter. Ah, doch. Ei, ei, ei. Oh, der fährt nicht mehr lange, glaub. Aber das kriegt man gerade noch hin.
zum ETCC. Neue Industriegebietsseil scheint es sozusagen. Rostock. Also der Materia, der hat ja auch noch kein Konzert gemacht, sage ich mal. Ja? Ja? Materia und Casper, das sind geil. Die sind so das Hip-Hop, gell? Das lieben. Hip-Hop. Nein, ich werde so meine Musik. Wie gesagt, wird nix. Helene Fischer finde ich auch geil. Aber ey, ich verstehe das. Die machen halt irgendwie geile. Auch Kraftklub und so. Das sind auch geile Jungs hier. Die machen richtig geil Konzerte. So, jetzt weiß ich gerade wieder nicht. Ah ja, doch, ich fahre mal da rum. Sorry, ich bin gerade in Eile. 0 FP, mir scheißegal. Tolerabel? Warte mal. Das ist also tolerabel, wenn ich... du. Ich find's auch tolerabel. So. Aber ich muss auch sagen, der Ivo, gell, als der meinen Führerschein gemacht hat, wenn man hier oben guckt, ich habe ihm auch so gesagt, so sehe ich halt gar nicht aus, gell? Hat er so gesagt, so, nein, das ist in Ordnung, das ist egal. Die Polizei, die guckt es nie an. Muss ich einfach schnell zeigen. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, aber ich hätte ja die graue Haare oben, gell? Also, aber nicht unten. Also untenrum schon, aber ja, da habe ich gar keine Haare. Damit meine ich, dass ich meinen Schwanz rasiere. Oh, guck mal hier, hey, hey. Also ich brauche ein kleines Pacelecker. Ganz kurz. Oh, ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz schiffen. Ihr wartet einfach, gell? Ja, 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 ja. Ist klar, ja. Da muss man noch rausgucken. Muss man natürlich auch, wenn man hier mal fährt. Ja. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder zurück in die Garage. Gucken uns mal an. Ah, ihr seid auch wieder da. Ja, servus, wir sind wieder zurück. War gerade kurz mal einfach mal auf der Straße. Wieder fahren jetzt auch! So, also, gucken wir mal, ob wir noch eine Ladung hinkriegen. That's what she said, sag ich mal. Machen wir mal Ausbau der Köln Tutorials, ich glaube, ich spinne. So, Auftragsangebot habe ich lustigerweise trotzdem nein bekommen, obwohl ich einfach minus 5000 Euro gemacht habe beim letzten Auftrag, hat sich rumgesprochen in der Szene. Schauen wir mal, ja. So, denn ich. Ich würde gerne nach Berlin. Sag ich aber ganz ehrlich, da war ich schon länger nochmal, wenn ich mal Siegesseile. Ah, guck mal hier, nach Berlin. Oh, aber wir sind ja in Rostock, ja klar. Aber wir fahren nach Berlin, oder Leute? Nein, das ist so geil, Berlin. War das schon mal in Berlin? Das ist schon geil mit der Siegesseile und da kann man die Mauer kannst du da noch angucken. Das ist so eine Gedenkstätte, das ist richtig geil. Also ich war ja noch nie in der DDR quasi damals. Ich hab da war ich noch in der Schule, in der Albert-Schweizer Realschule in Döbinger. Und davor war ich auf der Grundschule in Ober in Aldinger, im Mammutbuch. Aber da haben wir einmal, das muss ich euch kurz erzählen, da haben wir Abifahrt gehabt, ja. Da haben wir Abifahrt gemacht, also ich hab kein Abi gehabt, ich war einfach dabei halt. Also ich bin halt mitgekreist, also plus eins. Ich hatte Realschulabschluss, ja was soll's, ich hab Wirtschaftsgymnasium besucht ein Jahr, da sind dann Sachen passiert in der Umkleide, da will ich jetzt nicht drüber reden. Sagen wir so, ich hätte schon machen können, aber ja, da gab es ein paar Unstimmigkeiten, sage ich mal. Ja. Also, die haben da Sache gemacht in der Umkleide, wo ich sage, ja, das mache ich halt nicht. So, mehr sage ich dazu nicht. Mein Rechtsanwalt hat damals gesagt, ich soll nie was dazu sagen. Übrigens auch der Ivo, der war damals mal Rechtsanwalt, jetzt ist er, dann hat er seine Lizenz verloren, aber schon eine andere Geschichte. Handbremse muss ich lösen. Und jedenfalls, ja, da war ich halt mit dabei, da sind wir da, es war richtig geil, ey. Berlin ist so geil, da waren wir auch irgendwie Oranienburger Straße, ja, das ist auch richtig geil gewesen, da sind auch so, naja, so, da sind so Prostituierte und so, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Kann die nur aus dem Fernsehen, gell?
Da laufen die da rum, mit so Strapser und so hohen Schuhen. Ich war so ein bisschen, hei. Das ist ja geil. Aber ja. Hey! Hallo! Größe fährt vor! Du! Ja, dich meine ich, du Arschloch! Wie bitte? Hab ich da was gehört? Nein? Alles klar, fick dich! Jetzt will das wissen. Du, ganz ehrlich, Auftrag, aufhalte, den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. Dann nehme ich noch ein bisschen Kaffee. Ich schnapp mir den. Obwohl, der fährt jetzt nicht. Oh, hallo! Hallöle Popöle. Meine Spur. Alle Spuren sind meine Spur. Hallöle Popöle. Ja, die holen nochmal ein. Ja gut, die schnappen wir nicht. Heute darfst du noch davon kommen. Na Tier, gell? Neu. Ja, da wird's gelb und. Jetzt fahren wir mal eine richtige Tour. Ja, ich gebe mir jetzt mal Mühe. Jetzt, ich kann es euch ja erzählen, als sie da gerade schiffen war, da gab es einige Probleme. Ich wurde angerufen von meinem Chef, der Gammerdinger, der Herr Gammerdinger, sorry. Und der Herr Gammerdinger hat zu mir gesagt, ja, du, Donny, ich habe mit dem Johnny geschwätzt, der hat jetzt die Dildos geholt übrigens, aber das ist schon eine andere Geschichte. Ich habe ein paar Beschwerden bekommen wegen dir von der letzten Fahrt und ich muss sagen, Ultimatum ist angesetzt. Nächste Fahrt bitte fehlerfrei. Sonst kannst du dir einen neuen Job suchen, hat er gesagt. Ja, und ich muss sagen, ganz ehrlich, Leute, ich bin einer, ich hab Respekt. Ja. Und der Herr Gammerdinger, das ist eine Respektsperson für mich. Da kannst du sagen, was du willst. Genauso wie der Chivo und der Ivo, das sind Respektspersonen. Ja. Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Eine Respektsperson. Es ist wichtig, dass man auch Leute respektiert. Ja? Es gibt Arschlöcher, klar. Die respektiere ich nicht. Die sage ich, ja, fick dich. Ich bin hier der Chef. Denkt man vielleicht, wenn man mir beim Fahrer guckt, da denkt man vielleicht, ja, die Leute, weißt du, die Leute, die schwätzen ja viel. Ich krieg sie immer mit in der Raststätte, gell? Wenn ich da mal auf der, hier im Frankenwald bin, gell? Da sind ja immer viele, sagen wir mal, Amateurfahrer. Da, wenn ich da mal meine Bockwurst hole, gell, da höre ich da schon auch die Gespräche von den normalen Leuten. Gell. Ja, die sagen da schon gern mal so was wie, ja, die LKW-Fahrer, das sind ja ein bisschen so Bauern. Gell. Despektierlich, sage ich das. Gell. Die sind Assi, sage die. Gell. So, und das sage ich, weil der dreckiges Maul der dreckig ist. Und dann nehme ich gern meine Bockwurst. Und das erzähle ich euch in Ruhe. Dann nehme ich gerne meine Bockwurst, ja, Leute. Und dann nehme ich die Bockwurst und schlage die so ganz leicht ins Gesicht von den Leuten. So ganz leicht. Und gucke denen in die Augen und sag: Wer ist hier der Assi? Du Amateurfahrer. Ich fahre über dein Auto. Und dann schlage ich noch ein, zwei Mal mit der Bockwurst zu und dann gehen wir wieder auf die Straße. Oh, Kollege. Hallo, ja, sorry, ich hab gerade eine Geschichte erzählt mit der Bockwurst. Kennst du die? Oh, ei. Kennt er. Deswegen hat er still gehupt. Stille Hupe ist bei uns LKW-Fahrern ausgeprägt. Da weiß man schon. Oh, ah. Autos oder was? Hab ich auch mal gefahren. Fick dich da unter. Ey, jetzt wird's teuer. Oh Mann, der Gammerdinger wird sauer sein. Der Gammerdinger wird sauer sein. Ey, ganz ehrlich, da passe ich doch dazwischen. Dann machen wir ein Sandwich. Leute, LKW-Sandwich. Gib Gas jetzt da, du haust ab mal da vorne. LKW-Sandwich, ah, oh, nein. Ah, oh, LKW-Sandwich, da krieg ich direkt Hunger. Kennt ihr den LKW mit ABS? Ha? Kennt ihr den? Leberkäse Weckle mit ein bisschen Senf? Ah ja, ich bin auch ein Spaßvogel, muss man auch sagen. Ich bin schon auch einer, der macht mal gerne einen Spaß. Darfst du jetzt ernst nehmen.
Da stellt es ja ernst. Dann fahren wir weiter hier. Also Berlin, ja. Berlin ist geil. Naja. In Berlin haben sie auch so Techno, gell? Clubs. Da haben die so richtige Sache, da haben die so das Birkbein, oder wie heißt es? Birklein. Irgendwie sowas, gell? Naja. Das ist krass. Da hörst du boom, boom, boom. Ja, ganze Nacht. 72 Stunden habe ich gelesen neulich. In der Bild Stuttgart. 72 Stunden sind die da. Das nennt sich dann Raven. Raven. Was ist das? Raven. Was sind die da? Dann nehmen die alle Drogen und so. Und dann hören die da boom, boom, boom die ganze Nacht. Und dann, ja, entschuldigen Sie, wenn Sie direkt bin, aber da ficken die durcheinander da. Da ficken die rum. Dann denke ich mir auch so, ja, da muss ich auch mal hin. So, der Kollege hier hat aber ein ganz schönes Tempo drauf. Du, hey, Hallöchen. Hallöle, Popöle. 213 an Roder, Autotransporter 214. Ja. Ja, du hast auch ein ganz schönes Tempo drauf. Guck mal, dein Seitenspiegel links. Ja, ich sehe dich. Fick dich, ich bin schneller als du. 213 nochmal. Also, sag mal, was ist das für ein Ton? Ich hol dich hier gerade links. Wer ist hier schneller? Overwatch. Ja, guck mal, jetzt geht's bergauf. Ich hab mehr PS. Ciao, mach's gut, du Idiot. Oder? Oh, ich muss jetzt mich konzentrieren, Leute. Da hier! Ciao, du Arschloch! Ja. Wer fährt jetzt schneller den Berg auf? Ciao. Over. Z17 an 320, Autotransport, ganz kurze Frage, weil wir Brüder sind am Ende des Tages. Hast du dich verletzt? Overwatch. Tsch, 217 nochmal an den Autotransporter. Bitte melden, hast du dich verletzt? Bist du in Ordnung? Tsch, over. Letzte Frage nochmal, 217 an den Autotransporter. Bist du verletzt? Over. Ja. Fick dich. Nicht verletzt. Glücklich, Gabi. Herrlich, du, herrlich. Das ist einfach der Job, den ich mag. Der ist auch gut unterwegs. Guck mal, der hat auch Geschwindigkeit drauf, du. 90 km/h und ich bin im roten Bereich und der hier, der hat gefährliche Ladung. Gefährliche Ladung, genau so ein Pornotitel sein, gell? Was ist so ein Porno gemischt mit so, mit Horror oder sowas, weißt du? So ein Zombie. So ein Zombie, der irgendwie immer die Frauen oder Männer, du, immer, je nachdem, wie die Fahne weht, sag ich mal. Der da immer dann so, weißt du, der hat eine gefährliche Ladung. Weißt du? Also ich meine jetzt mit Ladung halt. Als Sperma, ja. Als so. Weißt schon, wie man kann. Naja, ich sag's immer. Ich sag's immer wieder, Leute, ich bin ein Spaßvogel. Ein Vogel. Ei! Oh! Das sind die Holzfahrer, gell? Die Holzfahrer, also die Holztasche, wer da gesehen. Das ist ein interessanter Funfact hier aus der Truckerwelt, das wisst ihr vielleicht nicht. Alle Holztransporter in der ganzen Logistikbranche, alle, die heißen alle Rolf. Ja, heißen alle Rolf. Jeder einzelne. Das ist einfach so ein Ding in der Branche, das hat sich so entwickelt. Ah, ich lebe fast, ich lebe Flanke. Oh, ich bin raus. Also, wichtig erst jetzt gucken. Links, rechts und keine Beine. Ganz wichtig. Alles klar, alles soweit normal. Wir haben keine Beine. Wir lenken einfach einmal links, einmal rechts, einmal rum. Wir gucken nochmal raus. Ja, scheiße. Ey, dir hau ich gleich richtig aufs Maul. Hast du gerade gehupt?
Hast du ernsthaft gerade gehupt? Dir zieh ich das gleich an, dass du auf der Stombe reingrätseln kannst. So, jetzt fahren wir da mal in Ruhe raus. Keine Panik. Rückwärts, wir haben ja noch Bodenkontakt. Haben wir? Ne, haben wir doch mit einem Rad. Differentialsperre. Machen wir wieder raus. Guck mal. Gib Gas jetzt. Ah, scheiße. Au! Ei. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Für den Hooper? Den lassen wir mal kurz vorbei. Den lassen wir mal kurz vorbei und dann gucken wir mal, was wir mit dem machen. Fahr vorbei, komm. Fahr mal vorbei. Ich habe eine Überraschung für dich im Pedo. Ich mach's im Seitenspiegel, ja? Jetzt kommt er. Komm. Ja, komm. Ja, komm vorbei. Ja, jetzt gebe ich Gas. Ah, nein! Nein! Du Arschloch! Scheiße! Hinterher jetzt! Verfluche dich, du Auto! Corsa! Was war das? Peugeot, Piaget oder Renault? Weiß nicht. Oh, dich fing. Ei, nein. Ah, jetzt Kamikaze-Modus. Sorry, Leute. Jetzt mal wieder ehrlich. Also, wir haben es gesagt, der Kammerdinger will, dass wir es ordentlich machen. Deswegen machen wir es ordentlich. Also, wir sind bald in Berlino. Es gibt ja auch so ein Lied über Berlin. Das habe ich mal geschrieben. Oh, da ist der Fernsehturm. Hey, guck mal, ja. Richtig geil. Ah, Berlin einfach. Richtig ab Raven heute. Oder Raven, oder wie man es auch nennt. Ich habe ein Lied geschrieben über Berlin einmal. Ach, guck mal hier im Seitenspiegel. Schönes Licht. Gut, ja, das wäre gut für Instagram. Mal jetzt beim Fahren, oder? Ja. Warte mal. Ja, so schnell fahren wir gar nicht. Hey, oh, ah, basic. Oh, mach schnell Instagram da im Spiegel, ne? Sieht geil aus. Roter Himmel kommt immer gut. Hashtag. Hashtag geil. Hashtag roter Himmel. Hashtag Analsex mache ich immer dazu. Wenn du als Witz bin. Ich habe es ja schon dran gesagt, bin ja witzig. Oh, bei Motorfehlfunktion. Da ist die Polizei. Herr Wachmeister! Hallo, ich stecke hier fest, ich habe Probleme. Feststellbremse angezogen. Ja, jetzt geht's weiter. Ah ja, ich muss ausmachen. Ah, schade, war ein guter. Jetzt mal einer mal kurz Insta hier, oder? Seitenspiegel, guck mal. Erstmal nach vorne und dann noch ein Selfie hinterher. Ups. Ah ja, also zurück zu meinem Song. Ich habe einen Song geschrieben über Berlin. Einfach mal so, richtig. Und zwar geht er so. Berlin, du bist einfach ihn. Berlin, du bist einfach ihn. Ich komm gern zu dir her, ich geh gern in dich nein. Berlin, da sag ich mal nicht nein. Berlin, ich komm mit meinem Truck. Berlin, ich gebe keinen Fuck. Berlin, ich liebe dich so sehr. Berlin, holla, Rita Blair. Hey, Hallöchen, Popöchen, einfach mal um die Kurve rum, wir machen den Kammerdinger stolz. Oh, guck mal, das sind wir ja schon. Euro gibt's da? Da gehe ich hin. Was für Euro? Wo sind die Euros? Ah, da, übrigens, da sitze ich immer, da liege ich immer gerne abends. Und dann hole ich mir schön einen runter. Da hole ich mir richtig schön gerne einen runter abends. So, ja, jetzt sind wir ja neu gefahren, das war nicht so super schlau. Was ist eigentlich für ein Bohnentank? Da sind Budi, Nils und Eddie drin, oder was? Und Simon?
komisch. Ja, die sind natürlich auch radioaktiv, gell? So. Ja, ja, jetzt reg dich ab. Jetzt kriegen wir. Wir machen es wie letzte Fahrt. Einfach wieder einfach fahren bis zum Ende. Dann ist der Mutter halt gerade noch. Oh, guck mal, da ist die Polizei. Da fahr ich da direkt mal über Rot. Oh, und was machst du? Gar nichts. Du bist auch ein Idiot da. Fährt er einfach mal. Sieht er das nicht? Okay, jetzt kommt natürlich der Test. Da fahren wir nicht. Nein, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier so mal. Einfach mal ein bisschen. Einfach mal ein bisschen den Weg abschneiden, ha? Einfach mal ein bisschen. Hallo? Herr Wachmeister? Ich habe in der 8. Klasse mal ein Duplo geklaut an der Kasse. Ja. Oh, jetzt komme ich nicht weg. Ah ja doch. So. Kein Problem. Jetzt weiß er's. Jetzt ist es einmal raus. Ah, hier wieder Instagram machen. Oh, hör mal her, das sieht geil aus. Posten. Hashtag fucking. Hashtag echter Schwabe. Hashtag 1900. Ja. 1893. Hey. Hey. Hashtag. Die Ladung ist mir scheißegal. Hashtag. Born to be wild. Und abschicken. Hab jetzt schon 73 Follower auf Instagram. Weiß nicht, ob ihr das auch benutzt. Ist so ein. Ist nur Spaß, gell? Man schaut so Bilder aufladen da. Kriegst du ein paar Likes oder da, wie heißt das, Favis, Likes da gestorben. Find's geil, so ein guter Zeifer drin. Wir fahren über Rot, wir fahren über Rot. Rechts vor links, ist mir scheißegal. So, ich baue mein Navi. Ja, das sind wir da. Oh, guck mal, der Stokes. Scheißfirma, die Stokes, die hasse ich. So, wir haben es eilig wieder, oder? Oh, es regnet so schön. Können wir mal der Scheibenwischer anmachen? Okay, jetzt ist noch die große Frage. Sollen wir uns das mal nochmal geben mit einparken? Das war jetzt letztes Mal auch ein bisschen schwierig. Ja. Scheiße. Wir wissen alle, das war ein Fehler. Ich muss mal umschwitzen. Oh, weh. Aber vorne muss. Wo? Wie jetzt? So rum ist falsch, gell? Hallöle Popöle? Aber so rum ist falsch. Das ist einfach falsch. Naja, ab geht's. Ab geht's jetzt hier. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's. Jetzt zeige ich euch mal, was ich drauf habe. Jetzt wird's richtig geil. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wie lange. Nein, falsch. Ja, falsch. Ja, fahr! Wir machen das anders. Okay. Ei, ei, ei. Jetzt geradeaus, komm. Natürliche Bremse nennt man das. Ah, 2 Meter war zu weit, aber sonst gar nicht so schlecht. Ah! Anhalten! Ja. So, jetzt nochmal. Num.
oder da die Fehlfunktion da. Du bist ein Arschloch. Ein richtiger. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Leute. Ich habe eine Idee. Ich fahre da einfach vorwärts. Nein. Warum mache ich es mir eigentlich so schwierig? Ich fahre da vorwärts. Nein. Ich muss nur irgendwie. Oh, da haben sie extra. Guck mal, dahinter, da so ein Ding reingemacht. Oh, Leute. Leg mir am Arsch, du bist ein Wichser. Oh, Hallöle. Hopöle. Nein, langsam. Boah. Leute. Leute. Das könnte. Das könnte was werden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja! Leute! Leute! Geradeaus! Hinterrum, da haben wir's! Ein bisschen noch, ganz bisschen muss ich nach rechts noch. Okay, jetzt. Leute. Jetzt weiß ich nicht, wohin. Andere Seite. Nein. Stopp. Lieber ruhig, stopp. Nein, ich will stoppen und nicht fahren. Ich gebe immer Rückwärtsgang dann ein, wo ich stoppen will. Und dann gebe ich wieder Vorwärtsgang ein. Wäre so der geile Abschluss von dieser Folge, wenn ich es jetzt einfach perfekt schaffe. Come on, jetzt sei ein Geiler. Sei einfach mal einmal ein richtig Geiler. Jetzt nur noch rückwärts, oder nicht? Oder ist er noch ein bisschen eingeschlagen? Der ist noch eingeschlagen. Ach so, erstmal einfach, ich kann ja lenken, ohne zu fahren, natürlich. Jetzt komm. Einfach fucking Bullshit. Nein! Die andere Richtung! Es ist immer spiegelverkehrt! Warum bist du so ein Wichser? Ah. Ah. Ehrgeiz hab ich, Lady. Alles spiegelverkehrt, das nervt. Vielleicht so einfach. Mehr Gefühl. Oh, das sieht gut aus. Guck mal, komm mal, sehen wir das. Oh. Oh, nein. Lässt er das vielleicht auch durchgehen? Ey, wir haben uns aber gut angenähert, ja? Jetzt! Andere Richtung, na! Hey! Oh! Ah! Motorfehlfunktion. Ey, das. Doch! Ich hab's! Das war jetzt dann auch, schauen wir mal, ein erfolgreiches Ende der
heutigen Folge Euro Truck Simulator 2. Ihr könnt mir hier folgen auf Instagram. Jawohl, ich will nicht. Was passiert da, wenn man da kommt man da zu der Firma oder was? Ja, nee. Ich glaube, hier geht es weiter gleich im Programm mit einer Sendung. Da kann man anrufen und der Marc ist dabei, Lars Paulsen ist dabei, Flo Hartner ist dabei. Richtig geile Typs von den Rocket Beans, die habe ich hinter vorher drin gehabt in meiner Ladung. Und jetzt sind die da, jetzt habe ich sie abgeliefert in Berlin, hat man ja gesehen. Und wenn die Studios sind in Berlin jetzt auf einmal, ja, weiß ich auch nicht warum. Also, ciao Leute, ich hau rein. Ich fahre jetzt noch eine Runde und ihr guckt mir einfach jetzt noch zu, wie ich jetzt ein bisschen durch die Landschaft fahre. Und na, schon gut, gell? Rocket Beans. Was soll das überhaupt heißen? Bohnen.